Ja, hallo zusammen. Ja, eine kleine Meldung vorab, bevor es mit Tony Hawk gleich losgeht. Wundert euch nicht, der Ingame-Sound, der klingt irgendwie etwas rauschig. Also ich habe das jetzt, ich habe jetzt zwei Aufnahmen gemacht, habe jetzt den ersten Teil auch komplett erledigt, ne? Und ja, das Problem ist aber einfach, ich weiß auch nicht, woran es liegt, aber ich krieg das Problem gerade nicht in den Griff. Ich nehme das jetzt mit Julias Laptop momentan auf, mit dem Grabber, und alle anderen Spiele waren eigentlich immer sehr gut. Jetzt bei dieser Aufnahme hatte Laptop allerdings ein bisschen Schwierigkeiten. Ich kann nicht sagen, woran es liegt. Ich krieg's aber auch leider nicht in den Griff. Ja, also das liegt auf jeden Fall nicht am Spiel. Das Spiel klingt super. Ne, die Sounds sind da sehr klar. Aber es geht auch wirklich nur um den Ingame-Sound. Ne? Das Bild sieht gut aus, finde ich. Meine Stimme ist klar zu hören, aber der Ingame-Sound, also die Musik, die dann da kommt und alles, ne, die klingt etwas merkwürdig, aber ihr werdet gleich schon sehen, was ich meine, wenn das Video startet. Ja, ich hoffe mal, dass, wenn ich dann bei Tony Hawk 2 bin und weitermache, dass das Problem ich dann irgendwie behoben bekomme. Ich kann aber nichts versprechen. Deswegen, trotzdem wünsche ich euch jetzt erstmal viel Spaß mit dem Let's Play und hoffe, ja, dass euch das trotzdem gefallen wird. Ja, hallo zusammen und willkommen zu einem neuen Projekt. Ja, es ist sogar mal ein sehr, sehr neues Spiel. Obwohl ich momentan eigentlich bei der PlayStation 1 bin, habe ich ja schon im Ankündigungsvideo schon mal kurz mitgeteilt. Ja, mache ich einen kleinen Sprung auf die PS4, weil heute am Aufnahmetag, dem 4. September um ja, 20:06 ungefähr, ist Tony Hawk's Pro Skater 1 und 2 erschienen, aber als Remaster oder Remake besser gesagt, ne? Und meine Fresse, ey, das Intro gerade, ne? Erstmal gleiche Mucke wie damals, also wie im zweiten Teil muss man dazu sagen, Ich mache jetzt hier erstmal auch hier X drücken und so, ne? Ja, komm. Ist okay. Ja, aber gleiche Mucke. Sehr viele der Skater habe ich wiedererkannt von damals noch. Aber die sind alle so alt geworden. Das ist unglaublich. Weil ich glaube, der erste Teil, wann ist der erste Teil erschienen? 99? 2000? Lass nicht zutreffend, das bitte streichen. Ja, komm. Ist in Ordnung. Ja, machen wir. Bin einverstanden. Ablehnen darf ich wahrscheinlich sowieso nicht. Sonst darf ich nicht spielen. Ja, komm. Das Schlimme ist, ich habe fast verpennt, dass das Spiel rausgekommen ist, weil ein bisschen heller muss ich machen. Okay, sowas gab es damals auf jeden Fall auf der PlayStation 1 nicht, solche Sachen. Achso, guck mal, es blinkt. Okay, alles in Ordnung. Ich bin gleich soweit, einen Moment. So, okay, alles klar. Ja, nehmen wir an. Ich weiß nicht, wie die Aufnahme ist. Willst du ein paar Tricks von Tony in unserem Tutorial lernen? Oh Gott, machen wir gleich, ja. Aber ich will erstmal ein bisschen was erzählen. Guck mal, ne? Einfach hier, es gibt hier viel zu viel. Scheiße. Ich bin jetzt schon überfordert. Aber Soundtrack scheint der gleiche zu sein wie in den ersten beiden Teilen damals für PlayStation 1 erschienen. Erster Teil, glaube ich, 99 erschienen, zweiter Teil, glaube ich, 2000. Waren beides richtig, richtig geile Teile.
Ich bin mega gespannt, was mich hier erwartet. Ne? Ich habe ja Leute, die mich kennen, die mich schon ein paar Jahre gucken, wissen, ich bin Tony Hawk-Fan. Ich habe Tony Hawk 1, 2, 3, 4 gezockt. Ich habe Underground 2 gezockt. American Wasteland habe ich durchgeballert. Und Project 8. Ne? Alle Playlists übrigens jetzt hier in der Beschreibung, ne? Wenn ihr Interesse habt, die alten Projekte auch mal zu sehen. Ja, und durch Tony Hawk bin ich damals sogar im zarten Alter von, ich glaube, 13 oder so oder 12, kann auch 14 gewesen sein, habe ich mir ein Skateboard gekauft, wollte die ganzen Tricks machen und habe festgestellt, das ist überhaupt nicht meins. Aber ist ja nicht schlimm. Vielleicht habe ich auf jeden Fall die ganzen Skater kennengelernt, habe sehr viele schöne Stunden mit den alten Teilen verbracht. Und ja, durch den Let's Plays habe ich die alten Teile erstmal wieder durchgelebt oder durcherlebt. Und ja, freue mich jetzt echt riesig, dass es jetzt hier von einem Remake gibt. Auch von Vicarious Visions, die ja, glaube ich, auch schon mit Crash, glaube ich, haben sie oft gemacht. Nee, das war, glaube ich, Toys for Bob. Auf jeden Fall alle Remakes, die ich jetzt gezockt habe in den letzten Jahren, waren alle sehr, sehr geil. Ne? Und ja, ich denke mal, das wird hier genauso sein. Und ich würde sagen, komm, wir machen jetzt einfach mal das Tutorial. Mal gucken, wie es läuft. Tipp für ein No-Comply. Ach, das kenne ich doch alle schon hier. Ne? Wenn man zweimal nach vorne vordrückt, macht man einen Boneless. Ich hoffe, ich kann mit dem Steuerkreuz steuern. Ey, das wäre so schlimm, wenn nicht. Ich kann das nicht mit dem Stick spielen. Wir sind halt Kugellager unten rechts. Oh, ich habe so Bock auf das Spiel, ne? Okay, hey, 60 willkommen Frames. Zu meinem neuen Spiel. Du hast also das Tutorial gefunden. Das ist eine super Stelle, um sich mit dem Spiel vertraut zu machen. Gehen wir die Lektionen durch und haben Spaß. Okay. Konzentrier dich auf die Grundlagen. Du kannst jederzeit für die fortgeschrittenen Übungen zurückkommen. Wie im echten Leben macht Übung auch in Tony Hawk's Pro Skater den Meister. Also steh auf, wenn du fällst und versuch's nochmal. Viel Erfolg! Denk dran, wenn du eine Lektion wiederholen oder mit einer anderen weitermachen möchtest, ruf über das Pausenmenü die Liste mit Lektionen auf. Falls du Schwierigkeiten hast, sieh dir unsere Hilfestellungen im Pausenmenü an. Sieh sie als Stützräder an, um das Spiel zu erlernen. Was soll das denn? In dieser Lektion lernst du die Basisbewegungen auf dem Board, wie Wenden und Anhalten. Skater bewegen sich automatisch vorwärts. Du brauchst also beim Skaten den Controller nicht, um vorwärts zu rollen. Drücke beim Skaten links oder rechts für eine Kurve. Nutze den linken Stick oder die Richtungstasten. Gott sei Dank, danke. Drücke und halte unten, um anzuhalten. Skate durch die Markierungen vor dir, um diese Lektion abzuschließen. Sollte ich nur gerade so hinbekommen, denke ich. Okay, die Steuerung ist erstmal ganz passabel. Läuft super flüssig auf 60 Frames. So, zack. Gut gemacht. Übt das gleich nochmal oder geht zum nächsten Tape, um die nächste Lektion zu starten. Alter, die haben die gleiche Physik wie damals. Ich liebe das Spiel jetzt schon. Wie geil ist das denn? Was für eine Challenge denn? Oh, geil, geil. Oh, das ist gut. Also ich werde echt Spaß mit dem Spiel haben. Kann man auch? Jawohl, man kann auch schön Flatland-Tricks machen, wie es das gehört. Was? Ich will gar nicht... Guck mal, ich habe direkt eine Trophäe bekommen. Ja, was habe ich hier überhaupt vor? Gute Frage. Ich möchte nämlich hier liebend gerne... ich weiß jetzt nicht, wie ich das mit der Platin-Trophäe machen soll. Ob ich jetzt hier die Platin-Challenge machen soll? Ich weiß noch nicht, was hier für Trophäen gibt, aber ich werde auf jeden Fall... wenn es so wie die klassischen Teile ist, alle Aufgaben natürlich machen, alle Sachen sammeln, die man sammeln kann, also wenn es jetzt Geldscheine sind oder Statpunkte oder sonst irgendwas, wie es man aus den alten Teilen halt kennt. Und ja, ich gucke mir das auf jeden Fall mal an, wenn ich das Spiel einmal durch habe, was es da noch so für Sachen gibt, die ich holen kann. Und vielleicht mache ich die Platin, mal gucken, wenn es jetzt nicht irgendwie so großartiges Gefarme gibt. So, ich habe jetzt hier aber schon einen Hidden Tape entdeckt. Boah, ich glaube, ich gehe heute nicht schlafen. Ich werde einfach die ganze Nacht aufnehmen. Das klingt doch nach dem Plan. Ich habe da gerade aber hinten irgendwas gesehen. Irgendwo habe ich hier einen Hidden Tape erstmal gesehen. Kann ich vom Board absteigen? Da ist doch das Hidden Tape, ich Idiot. Ha! In dieser Lektion lernst du die Grundlage der meisten Tricks. Den Ollie. Das ist dein Sprung mit dem Skateboard. Halte beim Skaten die Ollie-Taste gedrückt, um in die Knie zu gehen. Lass wieder los für einen Ollie. Bleib länger in der Hocke für mehr Tempo und höhere Ollies. Dein Board muss nach vorne ausgerichtet sein, wenn du nach einem Trick landest. Sonst machst du dich lang. Übe im Park ein paar Ollies, um diese Lektion abzuschließen. Na gut, das kriege ich auch mal eben so hin. Aber finde ich eigentlich ganz nice, dass sie so ein einfaches Tutorial eingebaut haben und nochmal so ein Stützräder und so ein Gedöns. Gerade für Leute, die halt gar keinen Teil kennen, ne? Aber für mich als Veteran, kann man ja schon sagen. Ich hoffe wirklich, jetzt ohne Scheiß, ich hoffe, dass sie den ersten Teil, ne? Das ist ja ihr Remake vom ersten und zweiten Teil, ich weiß nicht, ob man den getrennt anwählen kann oder wie das hier läuft. Dass die Funktion genau die... Sag mal... Die Funktionen genau die gleichen sind, nämlich keine Manuals im ersten Teil. So. In dieser Lektion geht es um Flip-Tricks. Spring nach oben und tippe gleichzeitig auf den Flip-Trick vor der Landung ab, sonst durch gleichzeitiges Anlassungs gleich mal ein paar Flip. Ist okay. Also im Endeffekt, ich erkläre die Steuerung gleich mal kurz, ne? X gedrückt halten ist Gas geben, nach hinten zeigen ist Bremsen, ne? Sprung und Taste, also Viereck-Taste und Richtung, machen wir Flip-Tricks, genau so, zack. Ja, okay. Das war jetzt keiner. Das war krank. Man kann auch ein paar... Einfach nochmal. Oder such das nächste Tape, wenn du soweit bist. Okay.
Man kann hier nämlich auch ein paar geilere Tricks machen, die damals gar nicht so bekannt waren. Nämlich, wenn man kurz vorher, bevor man Olli macht nach vorne sagt, macht man einen Hallo? Wie verarschen oder was? Moment. Wer ist mal ohne Scheiß? Okay, Bonus kriege ich hin, den No-Complete kriege ich nicht hin. Bonus machen nämlich, wenn man zweimal kurz vor mir nach oben zeigt. Ist ganz geil, wenn man höher gelegene Bereiche erreichen möchte, weil man dadurch mehr Höhe gewinnt. Ups. So, okay, jetzt muss ich mal gucken, wo ist denn da oben das nächste Tape? Man kann nicht vom Board absteigen, was man, glaube ich, in Tony Hawk's Underground das erste Mal machen konnte. So, und jetzt lernen wir ein paar Word-Tricks. Spin-Tricks, so. Um ein Pool zu verlassen, drücke und halte einen Ollie auf der Pool-Lip mit einem Ollie über eine Skater auf dem Pool. Ich erkläre es euch kurz. Also geht einfach nur darum, aus dem Pool rauszukommen, weil wenn man nämlich so einfach an die Kante geht, ne, geht man nach oben, macht Word-Tricks, kann man eine geile Spin-Tricks machen. Aber man kann auch einfach nach vorne zeigen. Und wir sind draußen. Wie schön. Gut gemacht. Übt das gleich nochmal oder geht zum nächsten Tape, um die nächste Lektion zu starten. Ich komm noch. Warte, Entschuldigung, jetzt hab ich gerade verschluckt. Mein eigenes Spuck, ich bin viel zu aufgeregt. Ich will nur gucken, gibt's hier Reverts? Ja, gibt es schon, okay. Naja, okay, schade. Ich dachte, ich kann da jetzt entlang grinden. Das wäre natürlich ziemlich cool gewesen. So, okay, jetzt kommen wir hier nicht raus. Schön. Aber so schaffen wir das. Fliegen wir halt auf die Fresse, halb so wild. So. Kümmern wir uns um die Wörter. Ja, die Word-Tricks, genau. Jeder Untergrund, der eine Ebenmenge. Je näher du, wenn du okay, seid, bla 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 bla. Also Word-Tricks ist eigentlich das Geheimnis des Punktekriegens, weil man kann sie erstmal halten, man kriegt Punkte und wenn man sich dreht, kriegt man nochmal einen zusätzlichen Multiplikator. Die ja, Punkte setzen sich eigentlich quasi immer aus den Grundpunkten zusammen, die man dann halt durch Flip-Tricks oder halt durch Special-Tricks vor allem auch sehr gut erhöhen kann. Und mit Hilfe des Multiplikators, ne, klar, Anzahl der Tricks geht eigentlich immer einen zusätzlichen Multiplikator. Und, ups, okay, alles klar. Und jede Drehung gibt auch nochmal einen zusätzlichen Multiplikator. Das heißt, am besten eine Kombination aus Grind, Flip-Tricks, Manuals und einem Word bedeutet immer viele, viele Punkte. Da sind sie doch, genau. Gleichzeitig die Grab-Trick-Taste, wenn du die Grab verschiedene probieren. Haben wir gerade schon gemacht. So, man kann die auch theoretisch also aus normalen Sprung machen. Man muss nicht in der Pipe sein. Da kann man sie halt nur kurz halten. Und das, was uns, glaube ich, gerade erklärt worden ist, ist, wenn man jetzt an der, also möglichst an der Spitze, an der Kante des Pools X loslässt, kommt man relativ hoch. So, gehen hier nochmal, zack. Hat zwar eine scheiß Landung, aber ist nicht schlimm. Noch etwas, damit sich das festsetzt. Oder ja, perfekte und miese Landungen ist, sollte man gar nicht so unterschätzen, weil das frisst schon Punkte, wenn man nicht gut landet. Ist, wenn man ziemlich schief landet, eigentlich fast kurz vor dem auf der Fresse fliegen ist. Wenn man aber ziemlich gerade landet, hat man eine perfekte Landung, von daher jetzt ist immer gut, gibt nochmal Bonus. Du kannst auch okay. Für einen Grind ist auch kein Problem. An jeder Kante, an jeder Whale kann man grinden. So, zack, zack. Zählt es für zwei? Ja, okay, dankeschön. Und ja, mache ich auf jeden Fall sehr gerne, weil kann man nämlich mal schön so machen, zack, und ab in den... Ah, das ist ja gar kein Pool. Verflucht! Und je nachdem, welche Richtung man zeigt beim Grinden, macht man dann auch mal einen anderen Grind, ne? Weil wenn man zu oft in einer Combo oder auch in einem Lauf... Das die... war krank! Ups. Übe einfach nochmal oder such das nächste Tape, wenn du soweit bist. Achso, das war das Grinden, okay. wenn man zu oft den gleichen Grind oder den gleichen Trick macht in einer Combo oder in einem Lauf, kriegt man immer weniger Punkte dafür. Irgendwann geben die Sachen noch 5 Punkte, das ist dann natürlich Käse. Jetzt lernst du Manuals. Okay, Manuals ist eine ziemlich geile Sache, die die damals im zweiten Teil mit reingenommen haben. Tut mir leid, dass ich da Gelaber überspringe, aber wir kennen das theoretisch alles schon, ne? Also ich zumindest. Ich versuche es bestmöglich zu erklären. Also aus dem Stand heraus kann man einfach oben unten zeigen, macht man normal Manual, unten oben macht man Nose Manual. Wenn man dann noch Faxen macht mit den Tasten, macht man noch ein paar geile Flatland-Tricks, auch nochmal ordentlich Punkte geben. Und dann muss man einfach nur landen. Das Schöne ist, mit Manuals kann man alle Tricks kombinieren, die in irgendeiner Form funktionieren. Kannst du hier hochgrinden, zack, Manual und hier nochmal. Klappt leider nicht. Ich habe nicht genug Speed. Ja, das ist der Nachteil an Manuals. Man verliert natürlich unglaublich an Speed. Ne? Das heißt, wenn man da nicht fix wieder in der Rampe landet, ja, dann ist die Kombo vorbei. Kommen wir jetzt zum Lip-Trick. Lip-Trick ist eine Sache, die benutze ich so gut wie nie. Also, im Endeffekt geht es dann nur darum hier, hat ja super funktioniert. Nächster Versuch. An der Kappe. Das kann ich sagen. Okay, die sind hier ziemlich streng, was die Lip-Tricks betrifft. So, ja, schön an der Kante halten, Balance halten. Man kann hier nochmal mit dem Flip-Trick raus und dem Revert. Und ja gut, da stehen wir erstmal. Lip zu Revert, siehst du? So, zack. Aber das Blöde ist halt, das kann man höchstens mal zum Ende von der Kombo benutzen, weil man kriegt nicht viel Speed, wenn man aus dem Lip-Trick hinten hinausgeht. Ist auf jeden Fall nicht sehr punktefütternd. So, wo ist die nächste Aufgabe? Ich will dich haben, dahinter. Schön, schön.
Oh, das macht jetzt schon echt so Bock, ne? Hier lernst du Wallrides. Ah, Wallrides sind geil. Okay. Wenn man also quasi an der Wand entlang weinen möchte, wo gar keine, ups, Whale oder gar keine, nicht Edge, heißt das Edge? Ich weiß nicht mehr genau. Curve ist es nicht. Ist, dann kann man hier nämlich an der Wand entlang weinen und damit kann man ziemlich hochgelegene Orte erreichen zwischenzeitlich. Naja, ich bin auf der Fresse geflogen. Aber vielleicht kriegen wir ja auch nochmal ein paar neue Funktionen mitgeteilt. Da wäre auch nicht verkehrt. An dieser Stelle befassen wir uns mit okay, Reworld kennen wir schon, das haben wir schon tausendmal gemacht. Im ersten und zweiten Teil war es nämlich nicht möglich. Also wenn man das hier gemacht hat, war die Kombo vorbei. Ab dem dritten Teil hat man die Möglichkeit gehabt, den Trick weiterzuführen. Man sieht jetzt schon, wenn man sich mal die Punkte und den Multiplikator anguckt, da bringt man es. Wenn der Speed weg ist, kann man grinden, dann kann man wieder ein bisschen Speed kriegen. Zack, dann kann man dann hier so schön hochgrinden, hat nicht funktioniert. Egal. Reversibel. So, achso, ich habe nur einen Reworld gemacht. S-Drops kann man auch machen, da kann man sich immer richtig geil in eine Pipe fallen lassen. Warum hat das eigentlich gerade nur für einen Reworld gezählt? Das ist doch Schwachsinn. Ich habe da ungefähr 12 Stück gemacht, oder? Okay, da habe ich gepennt. So, zack, fertig. Top. Damit hast du die Grundlagen des Tutorials abgeschlossen. So, als wenn man dann R2 drückt, Oh, cool, fortgeschrittene Moves. Geil. Oder zieh weiter, wenn du soweit bist. Das werden wir wahrscheinlich auch noch lernen, den Asset Drop oder den Transfer. Gaps sind versteckte Trickbereiche, die deiner Combo okay. Gibt es in allen. Spring von der Rampe. Genau, Webs. Webs sind erstmal sehr lecker. Gaps sind einfach nur auch nochmal Punkte verursachende Faktoren. Hilfe. Dass man zum Beispiel eine Lücke überspringt, irgendwie von Grind zu Grind oder sonst irgendwas. Oder von einer Pipe zu Pipe, wo dann was in der Mitte fehlt. Hier zum Beispiel. Und jetzt hier. Das war zum Beispiel eine Gap. Gaps kann man überall finden, halt auch schon nach interessanten Möglichkeiten. Olli über die Bullet Bowl Gap. Okay. Hier bin ich jetzt zum Beispiel aus der Pipe rausgesprungen. Hat jetzt nicht viele Punkte gegeben. Aber, wenn man eine dicke Combo hat, einen dicken Multiplikator, ist das schon ganz geil. Okay, jetzt muss ich mal kurz überlegen. Bullet Bowl Gap? Okay, so vielleicht? Ha! Nein, doch nicht. Scheiße. Was? Scheiße, wie geht denn der? Moment. Hahaha. Ich muss jetzt nicht einmal drum. Oh, das funktioniert gar nicht. Drumherum grinden, das glaube ich nicht, oder? Nee, das funktioniert so leider nicht. Wie schön, dass ich keine Ahnung habe, was ich hier tun muss. Okay. Fuck it. Okay. Ich habe die wahrscheinlich schon gemacht aus Versehen. Ah! Bullet Bowl Hop. Üb einfach nochmal oder such das nächste Tape, wenn du soweit bist. Mach ich. Ich halte Ausschau. Finde ich schön, dass sie auch nicht so dezent sind. Man sieht es einfach. Aber ich bin gespannt, wie es dann in den richtigen Leveln sein wird. Ist es dann genauso oder sind das dann wieder die 2-Minuten-Läufe? Die krönenden Moves deines Skaters sind die Spezialtricks. Ah, Special Tricks. Zu bestimmten Zeiten aus, wenn du schnell Punkte sobald die Anzeige. Okay. Tippe mehrere Richtungstasten an und dann die Tasten für Flips, Grabs oder Grinds, um ein Spiel. Wenn du wissen willst, welche Moves dein Skater drauf. Füll die Spezialanzeige, in denen du trickst. Alles klar. So, ihr habt wahrscheinlich schon oben links diese Spezialleiste vielleicht entdeckt, ne? Wenn die voll ist, die fülle ich mit Punkten, mit geilem Skaten und keine Ahnung was. Habe ich die Möglichkeit, Special Tricks auszuführen. Jeder Skater hat seine eigenen Special Tricks. Bedeutet im Endeffekt, jeder hat auch seine eigenen Tastenkombinationen. Ich habe immer so ein paar Sachen, so ein paar Kombinationen, die ich einfach im Kopf habe, die ich dann meistens für meinen eigenen Skater nehme. Aber jetzt sehen wir da unten zum Beispiel, oben und im Kreis, 360 Varial McTwist. Und ja, das Geile ist, es gibt Special Tricks, also es gibt Special Grind, Special Manual, Special Flip Tricks und Special Spin Tricks. Und ja, bei manchen Sachen, hier sind in 100 zum Beispiel, kann man sich nicht drehen. Das ist einfach ein fixierter Trick, dafür geben wir aber ordentlich Punkte. Einfach mal 10.000 Punkte extra. Das heißt, zum Ende von der Kombo, wenn man den dann macht, ne, hier jetzt allein schon, okay, jetzt habe ich nicht mehr genug Speed, weil der braucht leider ein bisschen Raum, bis es überhaupt funktioniert. Es ist natürlich ein grüner Abschluss, wenn man dann so einen 40-fachen Multiplikator und dann nochmal, ne, 10.000 mal 40. Das sind auch ein paar Punkte, ne? Kann man machen. Und, hilft auch ungemein. Und, oh, okay. Ich habe schon wieder den Trophäe bekommen. Ja, es gibt aber auch Special Tricks, da kann man sich noch bei drehen, was natürlich auch eine ziemlich geile Sache ist. Wenn man dann Special Grinds mit Special Tricks und Special Manuals verbindet, geht das Punktekonto ganz, ganz schnell in die Höhe. So, gucken wir uns das hier mal an. Hier erfährst du alles über Kombos. Ah, okay. Kombos sind aneinander. Die höchsten Kombos. Ja, okay, da haben wir auch schon erzählt, ne? Was muss ich? Manuals und Rewords sind super, um Kombos zu verlängern. Drei. Willst du mich verarschen? Ist ernsthaft ein 3-Trick-Kombo? Habe ich schon ungefähr 12 Mal gemacht, aber auch nicht schnell. Tada! Gut gemacht. Das ist fortgeschritten, ernsthaft? Zum nächsten Tape, um die nächste Lektion zu starten. Ist nicht dein Ernst, oder? Wie oft bin ich jetzt schon auf die Fresse geflogen? Also dieses Ausfaden von dem Skater, das gefällt mir nicht so gut, muss ich sagen, ne? Mir hat das besser gefallen, als er mal Faxen gemacht hat.
Und dann bei Tony Hawk's Pro Skater geht's darum, fette Punkte zu sammeln und deine Skills fortzuführen. Je öfter du einen Trick in einer Combo wiederholst, desto geringer wird sein Punktewert. Um richtig abzusahnen, musst du wechselnde Tricks. Versuch 10.000 oder mehr Punkte zu erzielen in. Ja, okay, komm. Das sollte ich ja eben so hinkriegen, oder? So, zack, fertig. Nice! Du hast das Tutorial abgeschlossen. Statte den Skate Shop einen Besuch ab. Ich hab was für dich dagelassen. Echt? Okay, das war's mit dem Tutorial. Hab ich sonst noch irgendwelche. Challenges. Verdiene eine Goldmedaille in einem beliebigen Wettbewerbspark. Was? Mods müssen deaktiviert sein. Erstelle einen neuen Skater mit dem Macht ihr einen Skater-System. Was sind das für Challenges? Ich verstehe es nicht. Okay, hier haben wir alles fertig. Ja, perfekt. Cool. Ja, cool. Dann machen wir hier einfach mal Ende, ne? Würde ich sagen. Oh, jetzt können wir loslegen. Warum habe ich kein Getränk hier? Irgendeine Freundin. Okay, Trophäen gibt es auf jeden Fall, haben wir schon mal festgestellt. So, ich will jetzt erstmal mir einen eigenen Skater machen. Was ist das hier? Für Tutorials, Filme, Credits. Okay, Optionen. Was haben wir denn hier? Audio-Optionen. Song überspringen, Playlist. Alter. Schade, ich hab. Warte mal, Filter wechseln. Es gibt leider nur. Ich muss aufpassen, fällt mir gerade ein auf meine. Sag schnell, Content-Treffer hier. Immer englische Sprachausgabe. Nee, komm, wir lassen die Deutschen. Wir lassen die Deutschen. So, Gameplay-Option, was haben wir denn? Controller-Bedingung, bla bla bla. 180 Grad, nee, ist alles in Ordnung. Ist in Ordnung. Anzeigeoptionen, Kontrastverhältnis, auch in Ordnung. Mods. Das ist scheiße hier, ne? Perfekte Wavebilder und sowas, ne? Kann man ein bisschen Faxen machen, aber brauchen wir nicht.